Soderle. Willkommen bei F-Zero X. Eins der besten F-Zero-Teile, wenn ihr mich fragt. Jetzt zocken wir mal ein bisschen, ha? Huh? City. Ihr könnt ja mal bewerten, wie ihr jetzt mein erstes Setup findet. Ich habe nämlich mir extra eine Capture Card bestellt, um nicht mehr das Ganze abfilmen zu müssen. Lasst aber bitte meine Gamer Erfahrung oder Affinität aus dem Spiel, das wäre nicht fair. Ich spiele nicht wirklich häufig. Ich habe nur Freude, ab und zu mal mir so ein Spiel reinzulegen. Irgendwie hat sich dann auch im Zuge eines Podcasts von Radio Nukular das Ganze auch so ergeben, dass ich halt gerne Retro-Spiele spiele. Und seit dem Buch von Edward Snowden, Permanent Records, fahre ich total auf dem C64 ab. Es ist doch schön, wenn man dann noch so jung ist. Ich meine, da war ich noch nicht mal in Planung. Da kam der C64 raus. Ja. Übrigens, die SNES, die ist genauso alt wie ich. Ja. Das ist vom Lautstärkepegel angenehm. Ich habe übrigens mittlerweile auf Instagram so ein bisschen die Lust verloren, weil ich habe den Fehler gemacht, ich habe ganz viele Leute geliked aufgrund auf der Hoffnung, dass die mich dann auch liken, also verfolgen halt auch, ne? Und dann hatte ich 1600 Abonnenten, also ich habe 1600 Leuten gefolgt, dass ich 500 Abonnenten bekomme, um ein bisschen Reichweite zu generieren, um meinen Blog ein bisschen zu optimieren, was die Werbewirksamkeit angeht und die Erreichbarkeit. Ja, und jetzt bin ich seit ungefähr einer Woche dran, die ganzen Leute, die ich abonniert habe, wieder zu deabonnieren, weil der Content von meinen Freunden und Bekannten, der mich wirklich interessiert, total unterwählt im Feed. Jetzt habe ich mittlerweile eine Sperre von einer Woche, ja, die ist heute eingetreten, die geht bis zum 2.9. Und ich weiß nicht, ob ich mich da so bevormunden lassen möchte von Instagram diesbezüglich. Muss ich mal schauen. Vielleicht kommt dann in Zukunft der neue Content einfach auf meiner eigenen Seite. Da habe ich nur noch nicht wirklich eine Möglichkeit gefunden, das schön zu gestalten. Weil es gibt zwar eine App von WordPress, mit der man Content gestalten kann. Mobil halt, unterwegs. Aber da kann ich keine Emoticons reinmachen, beziehungsweise dann kommt es zu einem Upload-Fehler. Und bei Instagram ist es ja auch so, dass du anhand des Algorithmus schon aufpassen musst, was du likest und wie oft und wie viele Follower du hast. Und das ist alles ziemlich intransparent. Deswegen habe ich mir überlegt, dann auf meiner Seite wieder weiter zu bloggen. Und ich muss mal schauen, inwieweit ich die bisherigen Beiträge noch in meinen Blog wieder übernehme, wie ich schon mal hatte. Ich wollte eigentlich Instagram als Mikroblog-Plattform nutzen, weil es relativ weit verbreitet ist. Allerdings im Gegensatz zu Facebook ist Instagram total intransparent, was den Algorithmus angeht.
mir wurde vorgeworfen, dass ich mich, dass ich mein Passwort weitergeben würde, um werbewirksamer zu werden. Das habe ich aber allerdings nicht gemacht. Genauso wenig habe ich mein Login in einer anderen App verwendet, so dass dann nahegelegen wäre, dass ich eventuell einen Bot für mich arbeiten lassen würde, so der dann ganz viele Abonnenten macht. Ja, dieses Spiel mit Abos gegenseitig, ja, Follow and Follow quasi. Da hat man allerdings auch wenig Hoffnung, wenn man da den Support schreibt, weil die haben eine Multimilliarden Euro-App oder Dollar-App entworfen. Wenn die nicht funktioniert, dann hat man einfach Pech gehabt, ne? Bei dem es nicht funktioniert. Von daher muss ich mir mal überlegen, was ich da jetzt mache.